FSD deactivated. Reintegration to normal space now. Das ist jetzt nicht alles. Hello Friends, ich bin's wieder. Ich hab's geschafft. Die Sensoren funktionieren wieder, aber wie geplant und wie versprochen gibt's jetzt ein neues Spiel, eine neue Reihe. Ich denke mal so 4-5 Folgen werde ich machen davon. Darf ich vorstellen, Elite Dangerous. Wie ihr seht, anderes Setup. Ich habe die restlichen Tage an was ganz Bestimmten programmiert. Am besten stellt sich die Person selber vor. Hello, Claire. Good evening, Commander. Claire, introduce yourself. As you wish. My name is Claire, computer language for intelligent response, and artificial intelligence to support and control the ship and its systems, partly programmed by Commander Anurag Fox. It will be my pleasure to assist. Genau. Was genau Claire ist, eine Sprachassistentin, powered by Voice Attack. Ein bisschen, wie sie gesagt hat, teilweise von mir ein bisschen individualisiert. Und ja, ich denke mal, das wird sich von alleine klären, wenn ich groß reden. Was ist Elite Dangerous, möchte ich noch dazu sagen. Elite Dangerous ist eine Weltraumsimulation. Wie ihr seht, habe ich hier spezielle Controller, um dem Realismus so nah wie möglich zu sein. Genau. Und dann fangen wir mal an. Take off. Affirmative. Initiate takeoff procedure. Stand by. Preparing pre-diagnostic routines. Refueled, repaired, and restocked. Pre-diagnostic routines completed. Recalibrate power management. All systems are green. Ship is undocked and is cleared for takeoff. Ignite engines now. Ascending to 30 meters. Handing you the con. Retracting landing gear. Landing gear retracted and secure. Ja, ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut für euch. Ansonsten muss ich halt ein bisschen was einstellen, aber ich bin es ja gewohnt. Gucken Sie mal meinen Chef an. Ich fliege eine Mamba. Ein sehr schneller Jäger. Ja, ich liebe es. Activate Night Vision. Night Vision activated. Gut, wo fliegen wir denn hin? Erstmal fliegen wir mal hier weg. Ich liebe das Spiel einfach. Das ist der Traum jedes Piloten. Selber fliegen zu können. Nein, das macht keinen Sinn. Der Traum jedes Amateurpiloten. Oder noch weniger kein Pilot. Kein echter Pilot. Sci-Fi-Spielepilot. Wie auch immer. Selber fliegen zu können. Selber im Weltraum zu fliegen. Ach, ich verspreche mich. Es ist einfach auch viel zu heiß, muss ich dazu sagen. Temperaturen werden in diesem Zimmer immer heißer. Wir sind mitten im Sommer. Genau. Gut. Dann verlassen wir mal diesen Planeten. Start clearing the area. Herrlich. Ah, so ein schönes Feeling. Die Planeten überall. Sigh.
Was macht man in Elite Dangerous? Eigentlich ist Sandbox-like. Man kann alles machen. Von Piraterie bis Passagiere, natürlich Handel ist auch dabei. Exploration. Genau. Also ist alles möglich. Wenn wir uns die Galaxiekarte anschauen, einen kurzen Einblick drauf. Wir sind hier. Wir sind hier und ich... Oh, ich merke, ich habe etwas vergessen einzustellen. Ja, das müsste ich irgendwann mal nochmal... Oh, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ja, Galaxy-Karte. Ich habe alles versucht einzustellen. Nur das habe ich natürlich vergessen einzustellen. Wie man die Galaxy-Karte ohne Tastatur steuert. Okay. Ich will raus. So, raus. Das ist die Galaxie. Ganze fucking große Galaxie. Nochmal zum Vergleich. Wir sind in diesem kleinen Punkt. Das sind alles Systeme, die man besuchen kann. Und das ist das Ausmaß der Galaxie. Jeden einzelnen Punkt kann man besuchen. Ich habe, glaube ich, mal ausgerechnet von, sagen wir, von meinem Stand aus, wo ich jetzt bin, bis zum Mittelpunkt des Systems brauche ich, glaube ich, wenn ich komplett durchfliegen würde, ohne Pause, 3 ganze Monate. Na, ja, so viel dazu. Deactivate Night Vision. Deactivate Night Vision. Night Vision deactivated. Gut, was machen wir? Also zuerst mal landen wir auf einer Raumstation. Und dann gucken wir mal, was wir für Missionen annehmen können. Ich hoffe, das Spiel leckt nicht zu arg. Wie ihr wisst, VR ist sehr anspruchsvoll. Irgendwann mal hoffe ich, auch das flüssig spielen zu können. Auch mit meiner ultimativen 2080 Ti ist das immer noch nicht ausreichend. Aber es sollte, sollte passen. Ich darf nicht zu schnell fliegen, zu spät, bin ein bisschen zu schnell geflogen. Aber gut, abgefangen. Was genau die ganzen Indikatoren sind, werde ich vielleicht im Laufe der Folgen mal so by the way erklären. Ich glaube, fürs Erste fliegen wir einfach rum, gucken, was uns erwartet. Noch eine Randinformation, das Spiel ist online, ich bin nicht im privaten Modus. Es gibt Gute, es gibt Böse. Wie im wahren Leben auch. Ich hoffe mal, mich ereilt nichts Übles. Ich glaube, ich würde es schaffen zu entkommen. Bin mir aber nicht sicher. Ich möchte mein geliebtes Schiff nicht verlieren. Auch wenn ich genug Geld habe, hier ist es wichtig, genug Geld immer parat zu haben, um die Kosten des Schiffes wieder zurückkaufen zu können, falls mein Schiff verliert. Falls man nicht genug Geld hat, ist das weg. Dropout. Affirmative. FSD deactivated. Reintegration to normal space now. Ja, das ist eine Raumstation. Dann müssen wir uns jetzt den Eingang suchen. Er wird durch die Lichter hier gekennzeichnet. Dann müssen wir uns natürlich, wie bei jeder Station, ob jetzt Boden- oder Raumstation, die Docking-Erlaubnis holen. Sonst riskieren wir entweder eine Strafe zahlen zu müssen oder schlimmstenfalls abgeschossen zu werden. Request docking. Request for docking. Docking request sent. Landing authorized. Clear.
Lande Plattform 22. So, das müsste da unten. Deploy Landing Gear. Deploy Landing Gear. Affirmative. Deploying landing modules now. Landing modules deployed. Eine riesige Station. Touchdown. Engines disengaged. Open Services. So, hier haben wir unsere ganzen Dienste in der Station. Realitätsgetreues Porträt von mir selber. Inklusive Bart. Dann schauen wir mal. Also ich mag es zu ballern. Ballern ist immer gut. Aber die meisten Aufgaben gehen richtig lange. Vor allem, wenn man alleine ist. Assassination traue ich mich momentan noch nicht. Ich habe auch viel zu lange nicht mehr gespielt. Somit weiß ich nicht, ob das gut ist. Dann machen wir mal da. We need you to eliminate 4 Pirates of Partnership of LTT blablabla Faction. LTT 6710. Machen wir mal. Holen wir mal aus. 4 Piraten. LTT 6710. Okay, accept. Gut. Machen wir mal einen Weg dorthin. Das sind die ganzen Punkte. Ah, schon highlighted. Das ist gut. Gelockt. Okay. Take off. Affirmative, Commander. Initiate takeoff procedure. Stand by. Preparing pre-dimension. Arrival star is not scoopable in the next system. Refuel, repaired and restocked. Okay. Diagnostic routines completed. Recalibrate power management. All systems are green. Ship is undocked and got the all clear. Ignite engines now. Ascending to 30 meters. Handing you the con. Retracting landing gear. Landing modules retracted and secured. Wie ihr seht, gibt es immer noch Fehler. Das ist halt ein bisschen peinlich. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Solche Fehler. Aber was soll's. Nobody is perfect. Los geht's. Retract landing gear. Retract landing gear. Should I retract the landing gear now? Das machst du doch schon, Madam. Landing modules retracted and secure. Mal. Jump. Affirmative. Engage jumping procedure. Jumping procedure complete. FSD charging now. Das sieht so schön aus im Weltall. Ship successfully arrived at the LTT 6710 system, a low security system, which belongs to the Federation. Information: Arrival star is scoopable. Fuel scooping complete.
Ja, also wir haben unsere Aufgabe. Und zwar 4 Piraten in diesem System zu töten. Wo finden wir Piraten? Entweder sie fliegen hier rum. Dann können wir mal schön durchswitchen. Incoming mission critical message. Das gehört, ah, okay. Haben wir schon gleich hier. Dann gehen wir erstmal zum NAV Beacon. Das ist quasi die Sammelstelle von diesem System, um alle Informationen freizuschalten. Natürlich auch nicht zu schnell sein, das sehen wir hier an einem Geschwindigkeitsindikator. Der sollte blau sein, wenn man sich einem Objekt näher zum Droppen, sage ich jetzt mal. Sieben Sekunden ist gut. Da fliegen wir schon mal nicht vorbei. Ja, ist ja schön heiß hier. Das ist schön real. Mit dem auch sei. Hier sehen wir auch die Indikation. Im blauen Bereich müssen wir sein, um zu droppen. Ja, ein bisschen im Speed hochgehen. Es gibt bestimmt Experten, die das noch viel schneller machen können, viel effizienter. Ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher, weil es nervig ist, wenn man da vorbeifliegt. Dropout. Affirmative. FSD deactivated. Ship leave super cruise now. Stop perma boosting. Scannen wir mal den Navigation Beacon. Gut. Kennen wir. Wenn wir wollen, könnten wir jetzt hier noch die ganzen Schiffe scannen und uns ja mal die Schiffe anschauen. Ein Pferdelance, auch ein schneller Jäger, ein schwerer Jäger, so wie meins. Meiner müsste größer sein, warum auch immer. Das hört sich komisch an. Hier haben wir eine Diamondback Explorer. Ein Explorationsschiff. Wieder ein Diamondback Explorer. Hier haben wir noch ein Exploration Ship. Und so kann man dann die Schiffe scannen und gucken, ob sie wanted sind. So wie er zum Beispiel. Er ist ein Zweierwing. Gleich mit dem hier. Eine Sidewinder. Da gucken wir mal, wie viel hat er denn? $6,000 Bounty. Was hat er? 42 Bounty. Klar, für den Anfang, für eine kleine Präsentation müsste das passen. Gut, dann wollen wir mal. Hardpoints ready to engage. Let's kick some asses. So, wir haben hier zwei Waffentypen. Einmal Laserwaffen für die Schiffe, weil Schiffe bestehen, die Verteidigungssysteme der Schiffe bestehen aus Schilde. Das sieht man an diesen blauen Ringen. Und einmal die Hülle, was nach den Schilden kommt, wenn die erledigt sind, logischerweise. Also haben wir zwei Waffensysteme, Schilde und Projektilwaffen. Wir machen nochmal kurz einen Killed Variant Scanner. Und zwar ist es ein Modul, um noch ein bisschen mehr Unwanted an Geld zu holen. Da das Schiff, schätze ich mal, auch in anderen Systemen gesucht wird. Offense. Okay. Let's kick some ass.
Wie gesagt, mir fehlt es ein bisschen an Übungen, aber ich denke mal, für diesen kleinen Sidewinder, einer der ersten Schiffe, die man bekommt, also das leichteste Schiff, das man fliegen kann, was auch schön in der explodieren sollte, wenn man gut trifft. Okay, so, Schilder sind down. Gucken wir mal, dass wir jetzt noch schön treffen mit der Cannon. Meine Schilde sind noch gut, das sind zwei leichte Gegner, sollte ich jetzt keine Schwierigkeit haben, auch wenn ich ein bisschen dumm anstelle. Ja, das Problem ist halt... Oh, Defense. Komm, komm, komm. Pam. So, down. So, jetzt kümmern wir uns um diesen Harry. Was? Der lebt ja immer noch. Jetzt aber. Da kommen unsere Freunde von der Polizei. Ah, jetzt gucken, dass wir die anderen nicht treffen. Ah, ich liebe die Cannon. Sehr schön. Sehr schön. Hardpoints are safe and secure. So, so funktioniert das. So killt mein Gegner. Wie ihr gemerkt habt, habe ich meine Energieverteilung hier. Einmal für Systeme, also Schilde. Engines, die Triebwerke und Weapons, die Waffen. Ich habe jetzt übergangsweise auf Defense Mode geschaltet, das heißt, ich habe mehr Energie auf Schilde und Treibwerke und Waffen sporadisch bei Bedarf, wenn ich die Waffen betätige. Beziehungsweise so habe ich es bei mir konfiguriert, um ein bisschen flexibel zu sein oder ein bisschen automatisiert arbeiten zu können. Genau. Pause record. Pause record. Continue recording now. Da es ja wie gesagt ziemlich heiß hier ist, beschlägt die Brille des Öfteren, dass ich mir immer kurz die Brille sauber machen muss. Und in dem Punkt habe ich auch gemerkt, dass natürlich wieder das Kamerabild weg ist. Irgendwie muss ich danach was programmieren, dass das Bild nicht immer ausgeht. Das Problem war früher auch nicht so. Naja, okay, schauen wir mal. Also ab und zu mal reinschauen. Oh ja, und die Brille schlägt schon wieder. Okay. Wo finden wir Gegner? Haben wir jetzt eigentlich ein paar getötet? Nein, es waren noch keine. Hier müssen wir unsere Gegner jetzt irgendwo
finden. Pause Recording. Continue recording now. So, also ich glaube, hier kommen keine Gegner mehr. Zumindest nicht die, die wir suchen. Dann brauchen wir eine Stelle, wo wir ganz viele Gegner finden. Das sind die Local Rest Sites, Resourcen Sites. Schauen wir uns mal die System-Map an. Im Vergleich zur Galaxy-Map ist es vor allem die Karte vom derzeitigen System. Leider sieht es ein bisschen schlecht aus. Was suche ich? Ich suche eigentlich Gasgiganten mit einem Ring am besten. Also ein bisschen. Ich bin nicht mit der Steuerung klar, aber das müsste passen. Fliegen wir mal dahin. Start clearing the area. Acknowledged. Clearing the area now. Ja, doch, da kommen so ein paar Gegner. Oder scheißen wir jetzt mal drauf. Die Sonne können wir nutzen, um unseren Treibstoff aufzufüllen. Was auch ganz praktisch ist. Sind aber schon voll. Muss noch mal an, welche Piraten wir suchen. Partnership auf LTT. Ja. Die Galaxie. Unendliche Weiten, sagt man so. Na, wir besuchen Partnership. Dieses Spiel kann sehr langwierig sein. Vor allem, wenn man nicht viel Zeit braucht, um das zu finden, was man sucht. Also, wie gesagt, im Idealfall ist es Local Rest Site zu finden. Ich könnte auch hier rumfliegen und die Piraten suchen und dann direkt hier in diesem Flugmodus dann abfangen. Aber ich schätze, dieses gewisse Modul habe ich nicht eingebaut. Ein Schiff hat immer nur begrenzt Platz. Man muss sich gut überlegen, was man hier einbaut. Ich glaube, da gehe ich aber irgendwann in einer anderen Folge darauf ein, was für Module ich hier eingebaut habe. Habe ich nicht. Somit kann ich keine Jäger abfangen.
time is it? Oh, ich hoffe, das wird jetzt nicht so allzu lange dauern, bis ich jetzt endlich jemanden finde. Mit vier. Vier Piraten sollten doch möglich sein. Das Problem ist halt wirklich nur, dass hier keine Local Resites sind. Die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Oh, sehr schön. Den holen wir uns. So, so wird man abgefangen. Ich admitte aber, weil ich ihn haben möchte. So, das ist ein Kreid MK2. Es könnte ein bisschen heftiger werden. Aber einer von vier schon mal. Mal gucken, ob er ein bisschen mehr Kohle zu bieten hat. Wir beide scannen uns jetzt erstmal. Oder er schaut, was für eine Fracht ich an Bord habe, ob es sich lohnt, mich anzugreifen. Natürlich habe ich nichts. Okay, den holen wir uns jetzt. Boah, fuck, der ist schnell. Ja, der will abhauen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. FSD. Da war ich zu langsam. Verdammt, da war ich zu langsam. Ich könnte ihm jetzt folgen, aber auch dafür habe ich nicht das passende Modul. War wohl nix. Hardpoints are safe and secure. Start clearing the area. Acknowledged. Clearing the area now. 4, 3, 2, 1. Ja, blöd. Eine Anaconda. Anaconda ist ein ein größeres Schiff. Aber dafür, naja, das wäre zum Beispiel was für uns. Python sind alles sehr große Schiffe. Wir könnten eine Python versuchen. Fähigkeit Master. Ja, ist auch eine. Wäre auch ein Ziel für uns. Da will mich die Fer de Lance, will mich. Aber diesmal mache ich das nicht. Die Fer de Lance ist ein schnelles Schiff. Sehr wendig. Fast so wendig wie mein Schiff. Das mache ich nicht alleine. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Interdiction abgeblockt. Und das? Treat Level 4. Ah genau, Treat Levels können wir mal gucken. Es gibt Signal Sources. Ja, da müssen wir sogar hin. Na gut, dann machen wir das mal. Oh, ist ja am Arsch der Welt. Treat 4. Die Schwierigkeitsstufen der Signal Sources, oder jetzt hier Mission Targets, geht von 0 bis 9. 0. Einfachste Schwierigkeiten 9 sind quasi schon, also, ja, sehr, sehr schwer. Ich glaube auch 9 zählt man auch als Alienrasse. Gut, das könnten wir eigentlich auch machen. Weapon Fire. Gehen wir mal erstmal dahin. Vielleicht haben wir da Glück, dass wir da ein paar finden.
Weiß jetzt gar nicht, ob die Zeit jetzt für der Mission oder von anderen Missionen. Bin mir nicht sicher. Wir schauen einfach mal. Wir gehen jetzt mal dahin. Weapon Fire wurde detected. Schwierigkeit sehr einfach. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir vielleicht was Nützliches finden. Und die Brille blinkt wieder. Ach. Schaffen wir das überhaupt noch? Das geht dort. Ist doch gleich weg. Eins. Ja. Das war klar. Also heute haben wir nicht so viel Glück. Gucken wir mal, was wir hier haben. Unidentifizierte Signalquelle. Konvoi Pattern 0. Ne. Was ist damit? Wieder Konvoi. Auch nicht. Ja, das ist halt Stufe 4. Das könnte haarig werden. Muss ich mal gucken, ob die Kamera noch an ist. Aber das Problem hatte ich früher nie. Ihr wisst ja Bescheid. Immer diese technischen Probleme. Jedes Mal aufs Neue. Was haben wir hier? Nee. Gucken wir mal. Trade 4. Vielleicht haben wir Glück. Aber auf jeden Fall putze ich da noch mal kurz die Brille. Schrecklich. Vielleicht sollte ich die Brille nicht zu eng machen. Gucken wir mal. Gleich müssten wir da sein und dann schauen wir mal, ob wir platzen oder ob sie platzen. In der Geschwindigkeit können wir ruhig. Nein, können wir nicht. Oh, das war schlecht. Ja, das war. Ach. Na, jetzt hört ihr mal, was passiert, wenn man zu schnell fliegt. Man fliegt dran vorbei. Das ist so, wenn man ungeduldig ist. Bereich. I'm sorry, Commander. Command insufficient. Drop out. Acknowledge. FSD deactivated. Reintegration to normal space now. Das ist jetzt nicht alles. Was sind das viele? Sind das viele? Das ist ja ein ganzer Bienenschwarm. Verrückt, die du jetzt nicht alle angreifen hier. Kannst du vergessen. Pferde los noch.
Kannst du vergessen. Spinnst doch wohl. Selbstmordkommando. Wenn ich da reinflieg. Na gut, flieg mal weg. Start clearing the area. Affirmative. Clearing the area. Nee, das machen wir nicht. Street 4. Das ist Wahnsinns. Oje. Was können wir denn machen? Fliegen wir mal dahin. Ich glaube, das ist neu. Das kenne ich von damals noch nicht. Also ein bisschen Action wäre nicht schlecht. Ich verstehe, ich weiß schon. Aber wir müssen es ja auch nicht übertreiben und unser wunderschönes Schiff zum Zerplatzen bringen. Bringt uns gar nichts. Und Street 4 ist... Ja, come on, das sind schon viele gewesen. Ah, Konvoi. Wir können ja mal gucken, vielleicht hat der Konvoi ja... Nee, Konvoi ist ja eigentlich nichts Besonderes. Er hält einfach nur ein Konvoi, das da rumfliegt. Hm, was ist das? Den holen wir uns. Nein, holen wir uns nicht. Das ist eine Pferdelaus. Das machen wir nicht. Ist es. Wir haben uns, glaube ich, nicht die beste Mission ausgesucht. Oh, yes. Verdammt, ich kann nicht abfangen. Ah. Wie ihr seht, es gehört so viel dazu. Man kann nicht alle Module fitten. Immer muss man ein bisschen Kompromisse eingehen. Aber es liegt auch größtenteils daran, dass ich echt mich wieder dran gewöhnen muss. Ich glaube, ich habe fast 2 Jahre jetzt, 1,5 Jahre jetzt Pause gehabt. Muss doch langsam mal was kommen. Out. Acknowledged. FSD deactivated. Reintegration. Gucken, was haben wir denn hier?
Station. Na gut. Bin mir nicht sicher, ob jetzt heute noch was passiert, jetzt auf die Schnelle. Dann nutzen wir die Gelegenheit, docken hier an. Und dann hoffe ich, dass am kommenden Mittwoch werde ich die nächste Folge aufnehmen. Heute ist Sonntag. Das heißt, morgen kommt diese Folge dann online. Dann hoffe ich, tue ein paar Sachen noch irgendwie anpassen. Und dann schauen wir mal weiter. Gut, dass man da nicht andocken kann. Dann machen wir es anders. Dann landen wir wieder auf diesem Planeten. Start clearing the area. Clearing the area now. So eine Mission ist, glaube ich, oder diese Mission speziell, muss in 1 Tag und 4 Stunden erledigt werden. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir. Ui. Mal gucken wir mal. Orbital Flight engaged. Bin mir nicht sicher, ob dieser Planet überhaupt was zum Landen hat. Also irgendeine Station. Wir nutzen jetzt einfach mal diesen wunderschönen Ausblick. Ich glaube, wir fliegen mal hier in Richtung dieses Kraters. Ship Pinterest Glide Mode. Full Engines. Power to Engines. Suchen uns hier ein schönes Plätzchen. Lebensmüde ist, macht man noch sowas. Uiuiuiui. Ja, ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass wir damit aufhören sollten. Gucken, wo wir landen. Vielleicht hier passt es hier. Deploy Landing Gear. Deploy Landing Gear. Acknowledged. Deploy Landing Gear now. Das sieht alles so uneben aus. Ja, mal schauen. Landing Gear deployed. Irgendwo wird es hier schon passen.
das war knapp. So, hier im Krater finde ich es eigentlich ganz gut. Hat man dich gleich gesehen, ist nicht so offensichtlich. Vielleicht haben wir hier Glück. Ja, das könnte passen. Das passt. Drehen wir uns noch ein bisschen. Lass mal schön stehen. Und zwar hier. Und dann sinken wir mal nicht so schnell. Ship successfully landed. Ja, geschafft. Mal auf dem blauen Planeten gelandet. Müssten wir sicher sein vorerst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn auch wenig Spannung los war. Ich denke, beim nächsten Mal geht ein bisschen mehr Action. Aber für das erste müsste es reichen. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Commander Anna Rob Fox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.